Nach den kräftigen Kursgewinnen vom vergangenen Freitag ist der DAX heute zunächst erst einmal mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Er lief nach unten bis auf 6.535 Zähler, hat sich aber mittlerweile schon wieder berappeln können, sodass die Notierung jetzt bei 6.556 Punkten nur noch ganz leicht, nämlich mit einem Pünktchen im Minus liegt. Die Privatanleger hier an der Börse Stuttgart zeigen noch keine klare, eindeutige Tendenz, in welcher Richtung Sie den DAX im Laufe des Tages erwarten. Vor allen Dingen ist die Spannung groß vor einigen Konjunkturdaten am heutigen Nachmittag aus den Vereinigten Staaten von Amerika. So zum Beispiel die wichtigen Einzelhandelsumsätze aus den USA. Denn diese sind ja besonders wichtig. Sie sind maßgebend für 2/3 des Bruttoinlandsprodukts der größten Volkswirtschaft der Welt. Deswegen schaut man da ganz besonders hin. Und dann steht morgen und übermorgen noch die Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Ben Bernanke vor dem US-Kongress auf dem Programm. Da wird es möglicherweise weitere Aufschlüsse geben über die Geldpolitik der Federal Reserve. Also auch darauf wird gewartet. Aber bei Einzelwerten tut sich schon einiges. Die Metro-Aktie gehört zum Beispiel zu den stärksten Gewinnern im DAX am heutigen Tag. Aktuell mit einem Aufschlag von 2,2% auf 20,86 Euro. Sie profitiert von der Empfehlung der Analysten der UBS, die sagen, der Kurs sei im Moment angemessen bewertet, viele Risiken längst verarbeitet und deswegen stufe man das Papier von der Verkaufsempfehlung auf Neutralgewichten nach oben. Das wirkt sich, wie gesagt, hier im Moment schon aus und führt zu einigen Gewinnmitnahmen bei Anlegern, die Call-Optionsscheine in ihren Depots halten. Interessant ist auch der leichte Aufschlag der Deutsche Bank-Aktie jetzt um 0,6% auf 25,75 Euro. Da ist eigentlich nicht allzu viel passiert, aber die Deutsche Bank hat sich in der umstrittenen Debatte um mögliche Zinsmanipulationen der Großbanken und die einzelnen juristischen Auseinandersetzungen jetzt offenbar den Status eines Kronzeugen gesichert in der EU und in der Schweiz. Und das könnte natürlich der Deutschen Bank hier mögliche Strafzahlungen am Ende etwas erleichtern. Deswegen ist das Papier für den einen oder anderen jetzt noch mal interessanter geworden. Ansonsten, wie gesagt, ist es im Moment noch ein relativ ruhiger Handelstag. Die Dynamik kommt wahrscheinlich dann erst am heutigen Nachmittag hinein.